Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen hier zum offiziellen Finale. Bis jetzt, es sei denn, ihr habt noch mehr Ideen über Tierlists. Und zwar bewerte ich heute die Bosse von 3D-Zelda-Spielen. Wir haben ja davor schon die Minibosse bewertet und davor Dungeons aus den jeweiligen 3D-Zeldas. Wir haben hier wieder unsere geliebte Liste. S ist das Beste, F das Schlechteste. Normalerweise bräuchte man F nicht, sicherlich, aber egal. Und halt Sachen, an die ich mich nicht erinnere, nicht erkenne oder vielleicht auch nie gespielt habe. Deswegen würde ich sagen, starten wir einfach mal. Jo, ich starte einfach mal drauf los. Es fängt schon mal super an. Für mich absolutes S aus Zelda Twilight Princess. Ich glaube, der hieß Argorok? Argorok hieß der, glaube ich. Richtig geiles System. Den Tempel mochte ich zwar absolut nicht, den Dungeon. Habe ich ja schon in der Episode gesagt mit den Dungeons. Aber für mich... Also ich finde den schon sehr nice, sag ich so wie es ist. Also, legendär. Also ich kann, der Fakt, am Anfang ist das vielleicht ein bisschen langweilig, dass man sich so rangreifen muss und man muss ihn immer wieder am Boden runterballern, aber danach wieder ausflippt und einfach so diese Umsetzung halt so brutal wie ein Drache halt sein muss. Finde ich echt geil und die Musik natürlich auch wieder legendär. Amo Goma finde ich genauso. Viele Leute finden ihn langweilig, aber einfach, ich finde es einfach geil. Du musst ins Auge schießen, du musst mit den Dungeon-Items sehr cool arbeiten, dass du dich in diese fetten Figuren verwandelst, beziehungsweise halt diese aktivierst und einfach auf das Viech einstampfst und dann, wenn du die Spinne gekillt hast, das Auge separat auch nochmal eine Spinne ist. Was du zwar mit drei Pfeilen gefühlt abknallen kannst, aber egal. Also ich finde den sehr geil und ich hatte richtig Spaß daran und ich finde es nach wie vor schade, dass es keine Funktion gibt, in Zelda Twilight Princess Bosse nochmal zu wiederholen wie Skyward Sword. Finde ich echt schade. Aber wer weiß, vielleicht wird sowas irgendwann mal kommen oder in irgendeinem Remake. Ich habe keine Ahnung. So, das Viech, oh, das erkenne ich nicht. Baronate. Ich weiß nicht, was das ist. Ich hab's gerade echt nicht. Ich sehe es leider gerade nicht. Deswegen muss ich es hier hinpacken. Das ist der Parasit aus Skyward Sword. Von dem Gott. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der hieß. Auf jeden Fall fand ich den Fight, die Vogelvariante, wo du mit dem Vogel da geflogen bist, ach hier ist es ja, fand ich nicht so nice, war zum Teil auch echt anstrengend, wenn du so ein Auge nicht getroffen hast, vor allem am Ende, wenn du landen wolltest und nicht auf das Ding gelandet bist. Das war so räudig. Deswegen packe ich den an sich, die Musik und so richtig episch und der Aufbau, trotzdem packe ich ihn, sage ich mal, ich würde den sogar auf den C packen. Den Boss wiederum fand ich sehr cool mit diesen Giftbällen so, die du immer zurückschießen musst und am Ende rastet der irgendwie noch übel aus und weicht immer so aus und so. Also würde ich den generell auf ein A packen. Der Eisboss von Twilight Princess packe ich auch auf ein A, gut, den würde ich sogar hier vorpacken. Die erste Variante ziemlich blöd, aber die zweite so auch von der Musik und so. Boah, Alter. Also ich sage so wie es ist, richtig, richtig fett. Also... hat schon echt was, sag ich so wie es ist. Deswegen. So, das Viech. Boah, ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung, was das war. Na gut, das ist das der erste Garnen aus Dings? Ist das der aus ist das schon der fette Garnen? Ich glaube, ne? Das ist der riesige Ganondorf aus Breath of the Wild, ne? Fand ich ehrlich gesagt ein bisschen unnötig. War wahrscheinlich nur da, damit es episch aussieht, aber der hat ja letztendlich gar nichts gemacht. Du bist nur rumgeritten und hast dich dann in die Augen geballert. Fand ich echt nicht spektakulär. Sah cool aus, aber für mich war das nichts Besonderes. Demise wiederum, ein sehr gut gelungener Endfight, der Aufbau, was eigentlich schon von Anfang an gewollt war und schließlich hat es damit auch angefangen. Mit allem, weil ich glaube, Sword spielt ja von der Zelda-Reihe ganz am Anfang. Also für mich auch ein gelungenes S. Sag ich so, wie es ist. Den würde ich sogar hier... Nee, bis jetzt würde ich den sogar auf Top 1 packen. Echt geiles Battle auch. Auch am Ende so, dass du dann noch mit der Endattacke ihn einfach noch so richtig reinstichst. Und so echt ein guter Fight und auch ein schwerer Fight. Also wenn man sich noobig anstellt, echt nicht geil. Sag ich so, wie es ist. Die Pflanze? Joa. Am Anfang sind es ja erst diese zwei Pflanzen gewesen. Und damals, wo ich Zelda Twilight Princess das erste Mal gespielt habe, dachte ich auch so, das soll jetzt der Boss sein? Und dann kam die fette Pflanze, wo du dir dann so dachtest, so, hä, keine Bomben? Was ist denn jetzt? Und dann kam halt noch der Affe, der Zwischenboss, der ihm geholfen hat, nachher den Boss zu besiegen, dank
den Bomben, die er ja uns immer gegeben hat. Jedoch würde ich den auf jeden Fall auf den B packen, weil es ja jetzt auch nicht so ein übelst spektakulärer Boss war. Aber wie gesagt, ich finde ihn trotzdem sehr geil. Und deswegen. Den ersten Gunnen aus Breath of the Wild finde ich wiederum sehr cool. Packe ich auch auf den B. Würde ich sogar hier vorpacken. Aber wie gesagt, für mich auch nichts Besonderes. Also, na, was heißt nichts Besonderes? War schon ein cooler Fight. Aber was dann halt danach kam, war halt irgendwie übel Dreck. So, das ist für mich ein absolutes A. Sehr geiler Boss. Du musst ihn ins Auge ballern, die Ketten ziehen, um ihn zu betäuben. Das heißt, du brauchst beide Dungeon Items. Du hast zwar die Schuhe davor bekommen, aber letztendlich musstest du mit denen ja auch arbeiten. Richtig geil gemacht. Und dass es halt immer noch Grogau war, infiziert, sag ich mal, einfach nur geil. Also, kann ich mich nicht beschweren. Echt ein geiler Boss gewesen, auch die Musik. Ja, das hier ist die Reitvariante von Ganon aus Twilight Princess. Mochte ich ehrlich gesagt nicht so. War übel anstrengend. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber den packe ich auf jeden Fall auf den C. Das ist Ganon aus Ocarina of Time. Mochte ich tatsächlich auch nicht so. Und der sah übel hässlich aus, das kam auch noch dazu. Der Endfight wiederum von Twilight Princess, die letzte Phase, richtig, richtig geil. Also kann ich echt nichts gegen sagen. Die Fights von Wind Waker, die weiß ich nicht, konnte ich mich echt nicht drin sehen. So, ich mochte das nicht so. Keine Ahnung, da habe ich mich echt nicht so drin gesehen. Gebe ich echt zu. Was ist das hier für ein Boss gewesen? Das war da auch eine Phase von Dings, ne? Aber ich kann es gerade nicht einteilen. Oder urteilen drüber. Weiß ich jetzt nicht, was da jetzt... Keine Ahnung. Das Wildschwein. Dass man mit dem Wolf arbeiten musste, ist auch schon mal die eine Sache. Da musstest du immer um dich gucken, so mit den Portalen. Und wenn du halt nicht schnell genug warst, dann wurdest du von denen umgerannt. Doch, packe ich schon auf dem A. Aber hier passt das schon gut hin. Die letzte Phase von Giharim. Ich habe ihn früher übrigens Giriam genannt. Packe ich auf... Ja doch, auf A. Definitiv auf ein A. Ich würde ihn hier hinpacken. War doch ein sehr anspruchsvoller Fight. Muss man echt sagen. Der war nicht einfach. Gerade unten nachher, wenn man ganz unten war. Boah. Also ich fand das System sehr cool, dass du ihn von Plattform zu Plattform immer in die Ecke drängen musstest oder halt am Rand und ihn runterstoßen musstest. Bis du halt ganz unten warst und er halt komplett ausgeflippt ist. Also war es schon echt ein krasser Fight. Das hier ist die zweite Phase. Glaube ich, ist die erste hier in Yomu drin. Nee, ich sehe sie gerade nicht. Deswegen beziehe ich die beiden Phasen jetzt so. Packe ich auch auf ein A, waren echt coole Fights. Ich würde doch eher auf ein gutes B packen. Also ich pack's hier hin. Es waren coole Fights, aber sagen wir mal so. Ich habe mich auf andere Bosse in Skyward Sword mehr gefreut. Sagen wir so. So, oh ja, die Hand. Das, oder dieser Ancient Boss. Den fand ich echt cool, muss ich sagen. Der ist echt gut gelungen. Also, der hat mich erinnert an den Mario 64 Boss in der Pyramide, diese komischen Hände, die da drin waren. Also, ich fand's schon cool, sagen wir so, wie es ist. So, als nächstes haben wir Goma. Goma, muss ich sagen, echt S. Ich mochte den Goma-Fight sehr. Viele sagen vielleicht langweilig, aber genauso wie ich Amo Goma geil finde, finde ich Goma an sich auch heftig. Mochte ich echt sehr. Genauso wie den aus Wind Waker. Wie hieß denn der nochmal? Moldora hieß der doch, oder? Ich glaube, der hieß so. Die Mucke, schon mal richtig geil. Einfach nur ein richtig heftiger Fight. Sag ich so, wie es ist. Also der ist richtig gut gelungen. So. Den erkenne ich nicht. Kann ich nichts zu sagen. Bei dem gerade genauso nicht. Das ist hier der Vogel aus Wind Waker. Ja, fand ich jetzt nicht so besonders. Würde ich jetzt auf den C packen. Ist jetzt nicht so krass gewesen. Deswegen. Der hier... Boah, was war das denn nochmal? Boah, da weiß ich gerade nicht, was... Also, da erkenne ich gerade echt nicht. Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall nach Wind Waker aus, aber ich wüsste jetzt gerade nicht... Wer? Oder ist das Ganon als Marionette? Nee, die sah anders aus. Und das sieht...
Boah, das erkenne ich auch nicht. Das ist zu klein. Dodongo wiederum. Für mich absolut. Ah, ich würde ihn. Ja, ich würde ihn hier hinpacken. Dodongo. Ein Boss, den eigentlich gefühlt jeder kennt. Auch die Musik. Da stammt die legendäre Musik her. Auch richtig geil gelungen. Also Dodongo war schon sehr geil. Den hier. Für mich ein absolutes S-Tier. Also wirklich die Musik. Der Kampf, der Kampfstil, dass er nachher noch aufsteht und dir hinterherjagt. Du hattest so einen krassen Druck und musstest richtig schnell sein. Oder du reißt ihn halt alle Arme raus. Sehr geil gemacht. Also wirklich richtig geiler Boss. Ja, die Phase fand ich sehr weird, muss ich sagen. Ich würde die sogar auf ein D packen. Wiederum fand ich die halt sehr geil. Würde ich hier hinpacken. Die Endphase. Ich beziehe es jetzt auf die Endphase von Horror Kid. Das hier, weiß ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Das ist der König der Jäger. Ja, gut, war jetzt kein spektakulärer Fight, aber ich mochte das Jäger-Versteck. Ich würde ihn hier hinpacken. Koga hieß er doch, glaube ich, oder? Hieß der Koga? Ich glaube ja. Der Skorpion von Skyward Sword. Für mich tatsächlich. Oh, ich würde ihn sogar hier hinpacken. Er kam ja zweimal. Aber ich mochte den auch sehr. Die Musik war da natürlich auch vorhanden, wie bei dem hier. Deswegen hat das auch nochmal einiges rausgeholt. Und einfach so die Geschichte dahinter. So einfach so ein 1000 Jahre alter Skorpion. Der Erwachsene so gesehen von diesem Baby-Skorpion, der die ganze Zeit auf die Eier ging. Und kaum zu glauben, dass die halt so groß werden. Deswegen ist für mich schon ein sehr geiler Boss. So. Alter, was ist denn das? Ach, ist das nicht die erste Phase vom Boss aus Twilight Princess? Vom Wasserboss? Ich glaube, das soll die sein. Ach, das ist Fanart. Oh, und ich dachte schon. Die erste Phase, muss ich aber sagen, mochte ich tatsächlich gar nicht so doll. Packe ich hier hin. Es war schon ein bisschen anstrengend. Du hast das Auge gefühlt nie getroffen. Wenn du dich ein bisschen zu nah gemacht hast, hat er dich gleich gefressen. Oder du hast da Bombenfische gegrabt. Aber dann. Jo. Also. Dann richtig geil. Er hat den zwar nicht angegriffen, so richtig, es sei denn, hat sich richtig dumm angestellt, aber dieses Gefühl einfach, du greifst dich zu diesem Auge und klopfst einfach so richtig auf diesen Fisch ein. Echt geil gemacht. Also wirklich. Kann ich echt sehr viel Gutes drüber sagen. Muss ich echt so sagen. So, das hier erkenne ich auch wieder nicht. Ach, das ist doch auf dem Dings. Ach, hier ist das Marionettending. Packe ich auch auf den D. Also, der Fight war richtig asozial. Hier ist Zelda als Puppe. Packe ich auf den B, aber war jetzt auch nicht so krass besonders, sag ich mal. Du musstest halt die Bälle zurückschlagen, es wurde halt immer schneller. Ja, gab schon bessere Fights, sag ich so, wie es ist. Aber die Pferdevariante war wirklich die schlimmste. So. Ja gut, den packe ich jetzt hier hin. Den, muss ich sagen, fand ich sehr geil. Den würde ich tatsächlich sogar hier hinpacken. Ist kein S für mich, aber ein sehr, sehr gutes A. Einfach so ein Stein, der zum Leben erweckt und der einfach so hinter dir herrennt. Klar war es vielleicht ein bisschen simpel, du konntest dann nachher ein paar Bomben reinwerfen und ihn noch mit Bomben abwerfen. Oder du lässt ihn halt bis nach ganz oben rennen. Und wenn du nicht schnell genug warst, hat er Feuerbälle nach dir geschossen und musst dich immer weiter... Er wurde halt von Mal zu Mal immer weiter gesprengt, bis er nachher seine komplette Identität enthüllt hat. Dass er so ein riesiger Teufel nachher so war. Er hatte ja wirklich so Hörner oben drauf. Also ein geiler Boss. Sag ich so, wie es ist. Der hier, eigentlich der Bruder oder der Nachfahre von ihm hier, von Mr. Dodongo, ist ja ein Skelett von ihm. Die erste Phase war vielleicht ein bisschen anstrengend, aber die zweite hat sowas am Bock gemacht. Deswegen kriegt er von mir sowas von ein S. Packe ich aber hier, ja doch, hier zwischen passt er gut hin. Deswegen, also auch ein richtig guter Boss. Hat wirklich Bock gemacht. Und wie gesagt, der Fakt, dass das ein Dodongo-Skelett war, echt nice. Normalerweise gar nicht leben würde, aber dank Zanto, ja, war halt am Leben. So, ja, der Kraken... Ich weiß nicht. Weiß ich nicht. Der Kraken ist, weiß ich nicht,
Ich fand es ziemlich cool, dass man halt vom Schiff schnell rausrennen musste, weil es halt wirklich untergegangen ist und er das ganze Schiff so gesehen zerstört hat. Also halt wirklich so, halt wie ein Kraken ist. Aber er sieht halt übel weird aus und... Ah doch, aber der Fight war im Nachhinein doch ziemlich cool. Ich würde ihn hier hinpacken. Ja gut, der Verbannte... Boah, man hatte immer so Schiss vor dem und wenn er... Einfach, man hatte Dauerdruck. Weil man einfach nicht wollte, dass er immer höher gelangt. Man konnte nichts gegen machen, wenn er nachher so hoch war. Oh, man hat damals so oft verkackt bei dem. Aber das Beste war einfach, man ist hochgeklettert, ist auf ihn direkt raufgesprungen. Wenn man unten bei den Zehen gekämpft hat, war der gefühlt unmöglich. Also ich würde die ganzen verbannten Fights auf den C packen, aber ich würde sie sogar noch hier hinpacken. Ich sortiere die jetzt nicht, die waren alle gleich scheiße. Also, ja, ich weiß nicht. Aber übel creepiges Monster, also wer da noch keine Albträume, mindestens ein Albtraum mit dem Viech hatte, weiß ich auch nicht mehr. Ja gut, die Flüche, einer fehlt sogar. Aber egal, die würde ich auch alle aufs gleiche Level packen. Ist eigentlich prinzipiell genau dasselbe. Die hatten alle eigentlich die gleiche Eigenschaft, nur halt, dass sie mit den Elementen jeweils gearbeitet haben und halt ein bisschen anders aussahen, aber prinzipiell doch dasselbe waren. Also würde ich jetzt auch alle auf ein Level packen. Deswegen. So, den hier. Alter, was war das denn nochmal? Was war das nochmal? Mir kommt er richtig bekannt vor. Aber ich packe ihn jetzt gerade mal hier hin. Genauso wie die komischen Typis hier. Aber den wiederum, das ist ja der Feuerdrache oder dieser Wurm aus Ocarina of Time. Ich mochte Dodongo schon immer mehr. Es war ja, glaube ich, die gleiche Musik. Oder? War es die gleiche Musik? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ich würde ihn nicht auf dem A packen, ich würde ihn auf ein gutes B packen. War schon ein cooler Boss und auch sehr anspruchsvoll. Und Santo, boah, Santo würde ich sogar schon hier hinpacken. Also ich sage so, wie es ist, der Santo-Fight kann ich mich überhaupt nicht drüber beschweren. Boah, also wirklich, dass man nochmal alle Dungeons und Phasen durchgegangen ist. Die Wasserphase war vielleicht so ein bisschen wack. Und dann am Ende wieder nochmal so richtig ausgeflippt ist, die Musik sich immer krasser aufgebaut hat. Und einfach so... Man denkt, Santo war so übel ernst, richtig brutal und alles so. Und dann wird er plötzlich so sowas. Und unter der Maske sieht er aus wie der größte Überdulli. Aber er hat es doch in sich und der Fight hat richtig Bock gemacht. Und damit haben wir diese Liste auch abgeschlossen. Finde ich, ja. Also ich bin sehr zufrieden mit der Liste. Viele von euch haben vielleicht auch wieder andere Meinungen, wie immer. Aber so würde ich es auf jeden Fall bewerten. Also, ja. Falls ihr noch irgendwelche Ideen habt von irgendwelchen Listen, die ich machen könnte, könnt ihr mir das gerne sagen. Auf jeden Fall bin ich hiermit erstmal fertig. Ich dachte mir einfach, ich mache das spontan einfach mal, diese kleine Serie in Anführungsstrichen. Aber vielleicht wird da auch noch mehr kommen. Deswegen. Aber ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall dann in irgendwann, irgendwelche Zeit. Ja, bis dahin, Leute. Und tschüss.